Diese Geschichte begab sich Mitte der 90er Jahre. Da pflegten wir unseren Wald selbst und mussten einen Spechtbaum umschneiden. Lukas begleitete mich damals bei dieser Arbeit. Für mich als Städter war das eine Herausforderung. Damals erinnerte ich mich an einen Vorfall einige Zeit vorher. Beim Umschneiden einer Birke traf mich ein Ast seitlich am Kopf. Ich stürzte zu Boden und war kurze Zeit ohnmächtig. Es war besonders für meine Frau ein Schock, denn sie verlor ihren Großvater durch einen Forstunfall. Seit dieser Zeit bekam ein Bibelvers eine besondere Bedeutung für mich. Er steht im Psalm 90. Es ist der Vers 12. Ich lese ihn aus drei Übersetzungen. Zuerst die evangelistische Bibelübersetzung, Bibel heute. So lehre uns bedenken unsere Lebenszeit, damit Weisheit unser Herz erfüllt. In der Schlachterübersetzung heißt dieser Text: Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. In der Luther-Übersetzung heißt es: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Im Vers 10 steht noch: Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und dann eben im Vers 12 diese Ermahnung: Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das vergisst und verdrängt man leicht. Nur zu oft sind uns die Gefahren nicht bewusst, in denen wir stehen. Eine Autofahrt, ein Flug, eine Zugfahrt, eine Autobusreise, ein Wanderweg, eine Unachtsamkeit, und schon kann es zu spät sein. Wäre man bereit und vorbereitet zum Sterben, oder bliebe Unversöhnlichkeit zurück? Nachdem Lukas Oma und Mama stolz das Ergebnis unserer Arbeit gezeigt hat, übergaben wir das Holz seiner Bestimmung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.